Es war im Jahr 1912, als die Titanic aufbrach, um irgendwas. Hey, komm schon, nicht vieles reimt sich auf 12, okay? Aber es ist die Wahrheit. Die einzige Reise der Titanic endete am 15. April 1912 in einer Tragödie. Zur Zeit der Katastrophe war sie das größte und fortschrittlichste Schiff, das jemals gebaut worden war, und das brachte mich auf einen Gedanken. Nach mehr als einem Jahrhundert Weiterentwicklung, wie sehr unterscheiden sich heutige Kreuzfahrtschiffe von denen aus der Zeit der Titanic? Klar, wir alle wissen, dass sie jetzt mehr Rettungsboote haben müssen, aber das ist nicht unbedingt das, was sie zu solchen Stimmungskanonen macht. Fangen wir bei der Größe an. Jeder weiß, dass die Titanic das größte Schiff ihrer Zeit war, aber wie groß war sie tatsächlich? Die Titanic erstreckte sich von Bug bis Heck auf 250 Meter und hatte eine Breite von 28 Metern. Die neun Decks des Schiffes erhoben sich auf 53 Meter, was sie so hoch wie ein elfstöckiges Gebäude macht. Entworfen für mehr als 2400 Passagiere und fast 900 Besatzungsmitglieder, hatte sich die Titanic ihren Namen zweifellos verdient. Doch selbst wenn sie es geschafft hätte, dem Eisberg auszuweichen, hätte die Titanic ihren Titel nicht sehr lange behalten. Der Imperator hätte die Krone ein Jahr später übernommen, als er 1913 seine Jungfernfahrt unternahm. Und ja, seine. Auch wenn die meisten Schiffe mit weiblichen Pronomen angesprochen werden, verlangte Kaiser Wilhelm II. Ausdrücklich, dass das Schiff als männlich gelten sollte. Es ist nicht ganz klar wieso, aber eine Möglichkeit ist die Grammatik, da der Titel Imperator, also quasi Kaiser, im Deutschen eine rein männliche Bedeutung hat. Im Laufe der Jahrzehnte wurden Schiffe nur noch größer und größer, während Länder und Firmen um die Krone wetteiferten. Stand 2019 ist das größte Kreuzfahrtschiff der Welt die Symphony of the Seas, die von Royal Caribbean betrieben wird. Gegen die Symphony sieht die Titanic in sämtlichen Belangen wie ein Zwerg aus. Mit 361 Metern Länge und 66 Metern Breite sind ihre 18 Decks doppelt so hoch wie die der Titanic und bieten geräumige Unterkünfte für gut über 5000 Passagiere. Und wo wir gerade beim Thema Unterkünfte sind, ist es eine gute Zeit, um über die verschiedenen Zwecke zu sprechen, für die diese zwei Schiffe kreiert wurden. Die Symphony of the Seas ist ein Kreuzfahrtschiff, kein Ozeandampfer wie die Titanic und der Imperator. Stell dir den Unterschied vor, wie den zwischen einem Linienbus und einem Tourbus. Auf einem Kreuzfahrtschiff fährst du, um Spaß zu haben, und dein Ozeandampfer soll dich wohin bringen. Ozeandampfer erfüllten die gleiche Funktion wie Flugzeuge heute. Wie bei Airlines hing die Qualität der Reise stark davon ab, wie viel Geld die Passagiere bereit waren zu zahlen. Erste Klasse Passagiere genossen einen Salzwasserpool, ein Spa, einen Fitnessraum und mehrere Restaurants im Stile französischer Cafés und eleganter New Yorker Hotels. Ulala! Erste Klasse Kabinen waren groß und schön eingerichtet mit mehreren Zimmern sowie Lounges und privaten Arbeitszimmern. Zweite Klasse Zimmer waren kleiner und nicht ganz so glamourös, aber üppig eingerichtet. Und die Passagiere hatten noch immer Zugang zu einer Vielzahl der Annehmlichkeiten des Schiffes. Die Leute in diesen Zimmern waren größtenteils Berufstätige der Mittelklasse und ihre Tickets kosteten umgerechnet heutige 1800 Dollar. Die dritte Klasse, auch als Zwischendeck bekannt, war nicht ganz zu luxuriös, auch wenn die Unterkünfte noch immer besser waren als auf den meisten Schiffen der Zeit. Jeder kleine Raum hatte 4 Kojen und die Passagiere hatten Zutritt zu geteilten Badezimmern und Essbereichen. Die meisten Schiffe der Ära versorgten ihre Zwischendeckpassagiere nicht mal mit fließendem Wasser oder Strom. Die Titanic war auch eines der wenigen Schiffe, die Zwischendeckpassagiere mit Essen versorgten und ihnen Zutritt zu den Außendecks gewährten. Die vollgestopften Kojenräume der Titanic waren vielleicht nicht der Gipfel des Luxus, doch noch immer viel besser als eine muffige Pritsche im Frachtraum des Schiffes. Moderne Kreuzfahrtschiffe haben nicht wirklich Klassen, wie die Titanic sie hatte oder wie moderne Fluglinien. Die Leute gehen zum Spaß auf Kreuzfahrt statt zur Beförderung, also will sich niemand in eine Koje quetschen. Selbst die günstigsten Räume auf einem Kreuzer sind noch besser als ein bescheidenes Hotelzimmer. Statt strenger Klassen teilen viele Kreuzfahrtschiffe ihre Zimmer nach Größe und Lage auf. Die Innenräume kosten am wenigsten und große Suiten mit Balkon sind am anderen Ende des Spektrums. Manche Suiten haben mehrere Etagen und viele enthalten Privatkinos und Spielzimmer.
Die Ultimate Family Suite der Symphony of the Seas ist sogar mit einer Röhrenrutsche für Kinder ausgestattet. Nicht, dass Erwachsene sie nicht auch benutzen können. Ich meine, wer mag nicht orangefarbenes Plastik, hm? Zusätzlich zu Fernsehen und Innenraumrutschen finden sich auf modernen Kreuzfahrtschiffen viele andere Annehmlichkeiten, die im frühen 20. Jahrhundert nicht machbar gewesen wären. Die Titanic mag einen eigenen Pool gehabt haben, doch viele moderne Schiffe verfügen über ganze Mini-Wasserparks komplett mit Rutschen und Wellenbädern. Andere Extras können Dinge wie Golfplätze, Veranstaltungshallen und kostenlose Kinderbetreuung beinhalten. Deluxe-Tickets können noch weitere exklusive Vorteile haben, die nicht jedem zur Verfügung stehen, und manche Restaurants und Shows kosten extra. Doch anders als auf der Titanic stehen alle Dinge allen Passagieren offen. Jetzt werden kohlebetriebene Dampfschiffe natürlich nicht über Nacht zu aufgetürmten Ozeanresorts. Der Schiffbau hat einen langen Weg hinter sich, der diese kolossalen mobilen Urlaubsorte zur Realität gemacht hat. Die Titanic wurde im Hafen von Belfast auf einer Slipanlage konstruiert, die extra für ihre nie dagewesene Masse gebaut worden war. Über dem Trockendock erhob sich ein massiver Stahlbau, der als Arol-Gerüst bekannt war. Dieses 69 Meter hohe Gerüst verwendete zahlreiche Kräne, um die großen Platten an eine Position zu heben, an der sie vernietet werden konnten. Was viele nicht wissen ist, dass es auf dem Gerüst spezielle grüne Frösche gab, deren einziger Zweck es war, die Arbeiter mit ihrem "Nietet, Nietet" zu motivieren. Okay, das habe ich erfunden. Aber du hast es geglaubt, oder? Der Rumpf der Titanic bestand aus tausenden dieser sich überlappenden Platten am unteren Teil in zwei Schichten. Das tat man, um die Titanic vor möglichen Schäden zu schützen, wenn sie über den Meeresgrund schab. Leider traf sie den Eisberg knapp unter der Wasseroberfläche, wo nur eine Plattenschicht zwischen dem Ozean und dem Innenraum lag. Die primäre Sicherheitsmaßnahme der Titanic waren die 16 wasserdichten Abteile, aus denen die unteren Decks bestanden. Das Schiff war so entworfen, dass es bei 4 überfluteten Kammern über Wasser bleiben konnte. Auch hier leider riss der Eisberg eine Spalte über 5 von ihnen in den Rumpf. Die Kammern konnten auch nicht komplett geschlossen werden. Als das Wasser den obersten Rand erreicht hatte, floss es schnell über und verteilte sich auf die anderen, so dass das Schiff noch schneller sank. Moderne Schiffe bestehen noch immer aus Stahl, aber der Fortschritt in Verhüttung und Metallurgie hat zu stärkeren und weniger brüchigen Rümpfen geführt, als sie vor 100 Jahren möglich waren. Außerdem wird Aluminium breitflächig verwendet, um das Schiffsgewicht zu verringern. Das gestattet es den Kreuzern, ihre schwindelerregende Höhe zu erreichen und trotzdem einen niedrigen Gewichtsschwerpunkt beizubehalten, dank der schweren Motoren und Treibstofftanks am Boden des Rumpfes. Das reduzierte Gewicht bedeutet außerdem niedrigere Ausstöße. Was die Motoren angeht, moderne Kreuzfahrtschiffe werden entweder von Diesel, natürlichem Gas oder einer Kombination von beidem angetrieben. Die Gefährte, die beides nutzen, verwenden oftmals Dieselmotoren für den Antrieb und Gas für die Stromgeneratoren. Das ist weit entfernt von den Schiffen der Ära der Titanic, die ihre Dampfmotoren mit kochendem Wasser antrieben. Moderne Schiffe mögen nicht emissionsfrei sein, aber immerhin stoßen sie keine Asche- und Rauchwolken aus. Auch Konstruktionstechniken haben sich über die Jahre verändert, auch wenn das keine Überraschung ist, wenn man in Betracht zieht, wie sehr sich Schiffe selbst verändert haben. Statt einiger weniger großer Innenkammern gehört zur Struktur moderner Kreuzfahrtschiffe ein ganzes Netzwerk aus Stahlmaschen, die sich vom Rumpf ins Innere ziehen, wobei jede vierte davon eine massive Stahlwand stützt. Die Träger werden in den Schiffswänden versteckt und dienen als primäres Trägergerüst. Der ungewöhnlichste Aspekt der modernen Kreuzfahrtkonstruktion ist allerdings, dass der Rumpf nicht als einzelne Struktur entsteht. Stattdessen werden Rumpf und Kabinen als separate Module gebaut und dann im Trockendock montiert. Hast du schon mal diese riesigen Kräne gesehen, die wie ein kleines N geformt sind? Die heißen Goliath-Kräne und jetzt weißt du, wozu sie da sind. Zusätzlich dazu, dass das Schiff wie ein riesiger Lego-Satz zusammengebaut wird, werden die größeren Rumpfstücke kopfüber zusammengesetzt. Und zwar, weil die Kegelform des Rumpfes es einfacher macht, die Platten von oben nach unten zusammenzuschweißen. Das mag sich alles unfassbar komplex anhören, doch aufgrund des Moduldesigns können Kreuzfahrtschiffe viel schneller gebaut werden als Häuser der gleichen Größe. Der Kompromiss ist, dass nicht jeder Hafen für ein so massives Unternehmen ausgerüstet ist.
Die größten Kreuzfahrtschiffe und Öltanker werden an nur 6 Standorten weltweit gebaut, von denen die Hyundai Heavy Industries Werft in Südkorea die produktivste ist. Und bist du bereit, die Weltmeere in einem dieser hochmodernen Schiffe zu befahren? Wieso lässt du es mich nicht in den Kommentaren wissen? Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.